dich bereit. Ja, der Countdown hat begonnen. Ist das nicht bemerkenswert? Da sind die Stunden auf dem kleinen Planeten Erde gezählt. Und trotzdem leben so viele Menschen, als wenn sie das alles nichts anginge. So, als würde es ewig so weitergehen. Dabei sollten sie es doch eigentlich besser wissen. Mein und ihr König hat ihnen doch alle Informationen gegeben, die sie brauchen. Und zwar in dem Buch, das die Menschen sogar das Buch der Bücher nennen. Die Bibel. Als Engel habe ich ja die Möglichkeit, die Menschen gut zu beobachten. Wie oft sind wir sogar in ihrer Nähe, um sie zu beschützen. Auch dabei merke ich, wie die Menschen am eigentlichen Sinn des Lebens vorbeileben. Der König hat mir nun erlaubt, dass ich ab heute eine Familie bis zur Wiederkunft des Königssohns auf der Erde näher beobachten darf. Morgens um 7, es klingelt der Wecker. Ich muss schon aufstehen, ich muss noch zum Bäcker. Und dann schon vom Frühstück, dann geht es los. Wie ändere ich den Ablauf bloß? Ja, meinst du denn, mir geht es besser? Immer das Gleiche, Tag aus, Tag ein. Pünktlich muss ich auf der Arbeit sein. Und dann das bisschen Freizeit, meinst du, das reicht? Meine Schmerzgrenze ist bald erreicht. Jeden Tag den gleichen Trott. Jeden Tag den gleichen Schrott. Immer nur das Gleiche tun. An sonnenfreier Tagen ausruhen. Was hier in der Zeitung liest, wird einem auch ganz anders. Im Norden toben verheerende Waldbrände. Im Südosten gehen ganze Städte in riesigen Flutwellen unter und dann die ganzen Erdbeben überall auf der Welt. Viel schlimmer als noch vor ein paar Jahren. Und dann der ganze Terror. Schon wieder so viele Tote im Nahen Osten. Was denn noch enden? Wo führt der Weg uns alle hin? Wer kann die Lage dennoch wenden? Wer kennt für alles hier den Sinn? Und das Geld Wohlstandsland, das war einmal. Und die Reichen werden immer reicher. Wann haben wir erreicht das Tal? Wo soll das noch enden? Wenn diese Familie hier wüsste, dass Petra recht hat und das Ende des Countdowns nicht mehr fern ist. Wie es aussieht, habe ich eine gute Wahl getroffen und eine Familie ausgesucht, die einmal bei unserem König und seinem Sohn sein wird. Nein, das muss ein Irrtum sein. Nicht meine Petra, nein. Ja, natürlich kann ich kommen. Ja, ich muss nur noch schnell meinem Mann Bescheid geben. Ja. Oh, ist das schrecklich. Ausgerechnet Petra, ein so nettes Mädchen. Aber der Königssohn hat einmal gesagt, denn es wird eine Notzeit kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch später nicht wieder eintreten wird. Das wurde sogar in der Bibel festgehalten. Es steht dort für alle Menschen in Matthäus 24, Vers 21. Wenn man dieses schreckliche Attentat und alle anderen schlimmen Dinge auf dem Planeten zusammennimmt, scheint es so, dass diese Notzeit schon begonnen hat. Für die Familie Müller hier heute in ganz besonderem Ausmaß. Wie gern würde ich der Mutter in ihrem Auto jetzt zurufen. Halte durch! Der Königssohn kommt bestimmt bald! Lass dich nicht durch diese schlimme Geschichte vom König abbringen! Der König des Universums ist so viel stärker als der Satan! Nur, wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet! Aber das darf ich im Moment leider nicht. Werde. Pah, Jesus! Wenn es einen Gott geben würde, würde er so etwas nicht zulassen. Woher nimmt sie nur diese Zuversicht? An so einen Jesus kann ich nicht glauben. Petra, ich bin getrost, dass egal was passiert, wir uns in jedem Fall wiedersehen werden. Oh, ich freue mich auf diesen Tag. Oh, ich freue mich auf Jesus, meinen Freund, dem ich vor vielen Jahren mein Leben gegeben habe. Tag, an dem ich Jesus sehen werd, meinen Herrn und Freund, an den ich hier geglaubt.
Alle Tränen wischt er ab und er macht alles neu. Oh, ich freu mich auf den Tag, wenn ich Jesus seh. Vers sollen wir denn jetzt nehmen? Wir brauchen nur noch einen für die Beerdigung. Ich finde den Vers gut. Der steht in Jeremia 31, Vers 3. Hier. Ich habe dich je und je geliebt. Deshalb habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte. Den finde ich am besten. Gisela, musst du denn jetzt Staub wischen? Wir haben eine Beerdigung zu planen. Jetzt sag doch auch mal was. Aber du weißt doch, dass gleich die Nachbarn und die Pfarrerin kommt. Und ich will doch nur, dass alles... Mama, weine doch nicht. Petra ist jetzt bei Jesus. Dort geht es ihr viel besser als hier. Sie ist jetzt bei Gott. Jetzt hör nicht auf, seinen Unsinn zu reden. Wo war Gott denn heute? Wo ist euer Gott der Liebe? Komm, sag's mir. Wo war Gott heute, als meine Tochter gestorben ist? Wo bist du, Gott, gewesen an diesem schlimmen Tag? Als meine Tochter mit Schmerzen im Krankenhaus erlag. Wo bist du, Gott der Liebe, der die Macht in Händen hält? Du lässt uns jetzt alleine, wir sind auf uns gestellt. Petra wusste mit Gewissheit, dass sie einmal bei Jesus sein würde. Und das sage ich jetzt nicht nur, um sie zu beruhigen. Sie war wirklich eine überzeugte Streiterin für Jesus. Und was hat es ihr gebracht? Ich will von diesem Gott nichts wissen. Und wenn es ihn wirklich geben sollte, soll mir bloß aus dem Weg gehen. Für mich ist Gott gestorben. Bitte sag doch so etwas nicht. Du sagst das doch jetzt nur in der Verzweiflung. Wirf das doch jetzt nicht einfach weg. Du hast dich doch auch mal für Gott entschieden. Es waren damals auch noch andere Zeiten. Da war alles viel einfacher. Vor allem wurde mir da noch nicht meine geliebte Tochter genommen. Nein, an solch einen Gott kann ich nicht glauben.
ob er an unseren großen König glauben kann oder nicht, ob er es will oder nicht. Er wird auf jeden Fall einmal vor unserem König stehen und sich verantworten müssen. Leider musste ich feststellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die ähnlich wie Herr Müller hier reagieren. Für sie existieren der König und sein Sohn nicht. Und dementsprechend leben sie. Das wird ein böses Erwachen geben, wenn sie nach Ablauf ihres Lebens einmal vor dem König des Universums stehen müssen. An diesem Termin mit unserem König kommt absolut keiner vorbei. Diesen Termin können sie nicht verschieben, so wie einen ungelegenen Zahnarzttermin oder gar absagen. Sekunde für Sekunde bringt sie das Ende des Countdowns diesem Termin näher. Sind nicht mehr zu übersehen. Ich kann es einfach nicht begreifen, dass so viele Menschen das nicht verstehen. Da passieren schwere Erdbeben in Ländern, in denen es früher nie welche gab. Das Klima verändert sich, große Naturkatastrophen, riesige Hungersnöte und unheilbare Krankheiten raffen die Menschen nur so dahin. Aber so viele Menschen leben in den Tag hinein, als wenn nichts wäre. Ach, würden die Menschen doch nur mehr im Buch der Bücher lesen. Mir fällt gerade ein, mit was man diese Zeit ganz gut vergleichen kann. So? Mit was denn? Mit einem Countdown. Für uns alle läuft ein Countdown ab. Das Ende ist die Wiederkunft Jesu. Wie lange der Countdown noch läuft, wissen wir nicht. Aber er läuft für jeden einzelnen Menschen. Auch für dich läuft der Countdown. Auch für dich läuft die Zeit. Auch für dich gibt es ein Ende. Sag, bist du bereit? Auch für dich läuft der Countdown. Auch für dich läuft die Zeit. Auch für dich gibt es ein Ende. Sag, bist du bereit? Dieser Countdown interessiert doch kaum noch wen. Und viele werden dann vor der Türe stehen. An dem Ende mogelt sich doch keiner vorbei. Nur wer mit Jesus lebt, der ist frei. Auch für dich läuft der Countdown. Auch für dich läuft die Zeit. Auch für dich gibt es ein Ende. Sag, bist du bereit? Auch für dich läuft der Countdown. Auch für dich läuft die Zeit. Auch für dich gibt es ein Ende. Sag, bist du bereit? Hoffentlich entscheidet sich der Vater noch anders. Schade, dass er so verbittert ist. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie es wohl auf diesem kleinen Planeten Erde zugehen wird, wenn der Königssohn kommt, um seine Leute zu holen. Vielleicht könnte es ja so aussehen. Werden sein die Millionen,
beschäftigt hier auf Erden, merken nicht, wenn er sie kommen heißt. Eine große Zahl von Menschen geht bald heim. Vieles unserer Zeit weist darauf hin. Dieser Augenblick ist gar nicht mehr so fern. Eine große Zahl von Menschen geht zum Herrn. Hörst du schon die Posaune, die das Kommen des Königs weist? Und er kommt für uns sichtbar in den Wolken. Holt die Seinen, die er willkommen heißt. Eine große Zahl von Menschen geht jetzt rein. Könnte das Ende des Countdowns aussehen. Vermutlich für jeden etwas anders. Nicht für jeden ist es mit einem Trauerfall in der Familie gekoppelt. Sicher ist aber, dass der Countdown läuft. Der Countdown läuft für jeden Menschen auf dieser Welt, auch für dich. Die Frage ist, bist du bereit für das Ende des Countdowns? Bist du bereit dafür, wenn Jesus wiederkommt, ganz plötzlich und unverhofft? Diese Frage kann keiner außer dir beantworten. Wirst du zu denen gehören, die mit Jesus diese Welt verlassen werden? Oder gehörst du zu denen, die verzweifelt zurückbleiben? Mit diesem Lied, das wir jetzt singen, mit den Texten, die wir bringen, möchten wir den, der verängstigt ist, berühren. Trotz aller Mahnung, aller Angst, sollst du seine Liebe spüren. Denn Gott liebt dich sehr, deine Umkehr freut ihn sehr. Es ist ein liebender Gott, der nach dir fragt. Es ist dein Vater, der sich freut, wenn du es mit ihm wagst. Es ist der liebende Vater, der dich kennt, der dich ruft.